Das bedeutet, dass wir Muskulatur stärken werden, Halsmuskulatur stärken werden, Unterarmmuskulatur stärken werden und auch ein bisschen in die Bauchregion gehen werden. Und ja, wir fokussieren uns einfach in der kompletten Klasse heute mal auf den Oberkörper. Und du schaust, wie weit du mitkommst und was dir gut tut, wenn du das Gefühl hast, es wird zu irgendeiner Zeit zu viel und besonders bei den Armmuskulaturen und da besonders und no gendering, aber da besonders für uns Frauen ist es oftmals anspruchsvoll, Oberarmmuskulatur und besonders Oberkörpermuskulatur aufzubauen, dann nimm dir einfach einen Moment Pause, geh in die Kindeshaltung und dann steigst du einfach wieder mit ein. Für deine Praxis heute brauchst du einen Block. Also kannst du dir den Block oder ein sehr stabiles Buch schon schnappen und du legst dir den Block an den Anfang deiner Matte. Wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann starten wir jetzt. Ich gehe nach hinten auf meine Matte und wir treffen uns wieder in einer sitzenden Haltung. Und schau erstmal, dass du hier gut und in Ruhe ankommst. Die Musik schalten wir gleich gemeinsam ein. Kannst dich gerne wieder auf eine Erhöhung setzen, wenn du das möchtest. Das sein kann, das ist aber kein Muss. Und dann legst du deine Beine verschränkt auf deine Matte. Und hier beobachte dich mal selbst, denn wir neigen immer dazu, dass wir unsere Füße genau in eine Richtung umschlagen. Vielleicht schlägst du sie heute einfach einmal anders herum. Und dann lege deine Hände auf deine Schenkel. Rolle deine Schultern einmal weit nach hinten und weg von deinen Ohren. Lass die Schultern tief nach unten sinken. Atme hier tief und lange durch deine Nase ein und tief und lange durch deinen Mund aus. Atme tief und lange durch die Nase ein und tief und lange durch den Mund aus. Finde deinen eigenen Atemrhythmus, dass die Schultern schön nach unten hängen. Lass dein Kiefer ganz entspannt und locker. Nimm deine Zunge weg von deinem Gaumen. Die Augenlider ruhen ganz ruhig und sanft auf dein Äuglein. Und deine Atmung ist lange und bewusst. Lange und tiefe Atemzüge durch deine Nase. Heute kümmern wir uns darum, unseren Oberkörper zu stärken. Besonderer Fokus und besondere Achtsamkeit liegt deinen Oberarm und deinen Schultern. Deswegen gebe ich dir für deine heutige Praxis ein Sprichwort mit auf deine Matte. Heute geht es nämlich darum, die Last von deinen Schultern zu nehmen. Dich ganz bewusst dafür zu entscheiden, dass diese Zeit hier nur für dich ist, die Verpflichtungen mal draußen lassen aus dem Raum, in dem du gerade sitzt. Und alle Aufgaben und alle To-Dos, alle Verantwortungen für einen Moment beiseite zu schieben. Und diese Praxis hier ganz bewusst wahrzunehmen. Atme hier tief und lange ein. Und atme tief und lange aus. Atme tief und lange ein. Und tief und lange aus.
Noch einmal atme tief ein und atme tief aus. Bringe deine Hände zurück vor dein Herz, Anjali Mudra, Achtsamkeitshaltung. Die Ellbogen sind auf einer Höhe. Lass deine Nasenspitze leicht sinken und setze eine Intention für deine Praxis heute. Welche Last kannst du von dir lassen? Welche Last bist du bereit gehen zu lassen? Atme tief ein und atme lange aus. Öffne langsam deine Augen. Sitzt du auf deinem Block oder auf einem Kissen, bring es zur Seite und setz alles an den Anfang der Matte. Wir starten unsere Musik. Und zwar in 3, 2 und 1. Play. Komm dann direkt wieder in einen Schneidersitz. Lege dein Handy oder was auch immer du nutzt für deine Musik zur Seite. Und leg deine Hände nochmal auf deinen Schoß. Atme hier nochmal bewusst ganz lang und tief ein. Bewusst ganz lange und tief ausatmen. Bewusst und lange einatmen. Bewusst und lange ausatmen. Bei der nächsten Einatmung zieh deine Arme nach oben über deinen Kopf. Und ausatmen. Samastiti, bring deine Hände zu deinem Herzen. Atme wieder ein, zieh die Hände auseinander, schieb die Fingerspitzen zur Decke. Und ausatmen, wir twisten jetzt nach rechts. Deine linke Hand legt auf dein rechtes Knie. Schieb die Fingerspitzen hinter dir in den Boden, atme ein, finde Länge. Und ausatmen, twiste tiefer. Atme nochmal ein, zieh den Bauchnabel heran, schieb die Fingerspitzen in den Boden. Und ausatmen, schieb die rechte Schulter noch etwas mehr nach hinten. Atme ein und heb deinen rechten Arm nach oben neben dein rechtes Ohr. Und ausatmen, wir lassen die linke Schulter zum Knie sinken, wir schieben die Fingerspitzen über den Kopf. Wunderbar. Atme jetzt hier ein, schieb deinen Ellbogen zur Decke, heb den Blick an. Und ausatmen, lass wieder die Schulter sinken und du greifst weit über deinen Kopf. Wunderschön, atme ein, beug deinen Ellbogen, schieb deinen Ellbogen nach oben. Ausatmen und lass die Schulter sinken. Du sollst es richtig schön hier in deiner Flanke spüren, atme nochmal ein. Und ausatmen, greif weit. Atme ein und heb deinen Arm nach oben, heb deine Schulter nach oben. Und ausatmen, deine rechte Hand greift auf dein linkes Knie. Arme sind verstrengt vor deinem Körper, wir wärmen erstmal den Schultergürtel auf. Schieb dein Herz nach vorne, atme ein und atme aus. Lass dich sinken, Nasenspitze kommt zum Brustkorb. Schieb das Herz nach vorne, atme ein. Atme aus und schieb das Herz zurück, runter Katzenbuckel. Komm nach vorne, atme ein und ausatmen, klein und rund werden. Lass deine Hände verschränkt, die Hände kommen ineinander, kleine Igelarme, wir atmen ein, wir schieben die Ellbogen zur Decke, leichtes Hohlkreuz. Und ausatmen, wir ziehen die Ellbogen heran, lass die Hände aufeinander pressen. Atme ein und schieb die Ellbogen nach oben, heb den Blick an. Und ausatmen, zieh die Ellbogen heran, mach dich klein und rund. Atme ein, schieb die Ellbogen nach oben. Und ausatmen, klein und rund. Löst die Hände zur Seite, atme ein, schieb den Brustkorb nach vorne. Sehr gut, ausatmen, rechter Arm oben, linker Arm unten, wir umarmen uns selbst.
Atme ein, zieh die Hände auseinander, schieb das Herz nach vorne. Und ausatme links oben und rechts unten, umarm dich selbst. Komm zurück zur Mitte, atme ein, zieh die Hände auseinander. Und ausatmen, lass dich nach vorne absinken, nimm die Hände vor dir in den Boden und schieb den Po weit nach hinten. Egal wo du bist, da ist es genau richtig. Schön aktiv hier die Wirbelsäule auseinanderziehen und wenn du weiter oben bist, dann ist es auch absolut in Ordnung. Schieb die Sitzbeinhöcker richtig gut nach hinten weg von dir. Ganz wichtig, lass den Nacken los, lass den Kopf schwer nach unten hängen. Atme hier ein. Und atme hier aus. Sehr gut. Und dann wander langsam mit deinen Händen zurück zu dir. Nimm die Hände nach hinten hinter dich in die Matte. Und jetzt einfach nur deine Beine wechseln. Anderes Bein nach oben. Und du kommst wieder zurück in den Fersen, in den verschränkten Schneidersitz. Genau. Nimm deine Arme nach oben, atme ein. Und ausatmen, wir twisten jetzt nach links. Deine rechte Hand kommt aufs linke Knie. Deine linke Hand hinten in den Boden schieben. Atme ein. Und ausatmen, zieh deine linke Schulter weiter zurück. Finde die Länge, atme ein. Atme aus und dreh dich tiefer. Atme ein. Atme aus und twiste tiefer. Komm zurück zum... komm zurück zur Mitte. Atme ein, zieh deinen linken Arm nach oben neben dein Ohr. Und ausatmen, wir lassen die rechte Schulter sinken. Wir ziehen den linken Arm nach oben. Wir beugen den Ellbogen, wir drehen das jetzt zum Himmel. Atme ein, lass das Knie nicht los. Und ausatmen, lass die Schulter tiefer sinken und greif weit. Atme ein, beug den Ellbogen, zieh dein Herz zum Himmel. Ausatmen, wir greifen weit. Verlass ein bisschen die Komfortzone. Atme ein und beug den Ellbogen, zieh das Herz zum Himmel. Und ausatmen, lass dich sinken, schieb die Fingerspitzen aktiv über dich. Mit der Einatmung hebst du dich wieder nach oben. Und mit der Ausatmung sinkt jetzt deine linke Hand auf dein rechtes Knie. Greif beide Knie, atme ein, schieb das Herz nach vorne. Und ausatmen, werde klein und rund. Schieb das Herz nach vorne, atme ein. Atme aus und werde klein und rund. Letztes Mal, wir atmen ein. Wir atmen aus und wir werden klein und rund. Wir ziehen uns auseinander, spreiz die Arme weit, atme hier ein. Und ausatmen, links oben, rechts unten, umarm dich selbst, leg die Hände auf die Schulterblätter. Squeeze alles gut aufeinander. Zieh dich wieder auseinander, atme ein. Und ausatmen, rechts oben, links unten, wir umarmen uns. Sehr gut. Lass deine Ellbogen jetzt gebeugt, die Arme bleiben verschlungen. Wickel dann wieder deine Hände ineinander. Atme ein, schieb die Ellbogen nach oben, die Fingerspitzen zeigen zur Decke. Und ausatmen, zieh die Ellbogen heran und mach dich klein und rund. Atme ein, zieh die Ellbogen nach oben. Atme aus und zieh heran, mach dich klein und rund. Letztes Mal, atme ein, richtig schöne Länge finden, heb die Nasenspitze an. Und ausatmen, klein und rund werden. Wunderschön, zieh die Arme auseinander, atme ein. Und ausatmen, wir lassen uns wieder nach vorne absinken, schieb die Fingerspitzen vorne in den Boden und schieb den Po zurück. Aktiv wirklich den Po nach hinten schieben, richtig viel und lange Länge finden in deiner Wirbelsäule. Atme hier richtig schön und gut tief ein. Und atme hier lange aus. Sehr gut. Roll dich langsam Wirbel für Wirbel zurück nach oben. Mit deiner nächsten Einatmung ziehst du die Hände nach oben über deinen Kopf. Und mit der Ausatmung jetzt schieb die Handflächen nach vorne, die Fingerspitzen zeigen nach oben. Sehr gut. Schau mal, dass deine Handgelenke genau auf einer Linie mit deinen Schultern sind. Hände zeigen nach vorne, die Finger sind weit gespreizt. Wir machen etwas für unsere Handgelenke, denn die brauchen wir heute. Lass deine Fingerspitzen zu der Handmitte sinken und du spreizst die Finger wieder weit. Wie Wasser, wie wenn du Wasser platschen würdest. Dick, 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 dick. Oder, besseres Beispiel,
wenn du Blut abgenommen bekommst. Richtig schön pumpen, dass die Adern sich mit Blut füllen. Je nachdem, wie viel Panik du hast. Ich habe immer große Panik. Dann pumpe ich immer sehr, sehr viel. Aber heute haben wir einfach zur Abwechslung mal alle, die wollen wir alle sehr viel pumpen. Pump, pump, pump. Dann werde ein bisschen schneller. Boah, solltest du es schon merken. Für 10, 9, 8. Pump, pump, pump. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut auslockern. Okay, sehr gut. Nimm die rechte Hand nach vorne. Dein rechter Handgelenk zeigt zu mir. Und deine linke Hand nimmst du von oben und schiebst sie in diese Handfläche hinein. Was wir jetzt wollen, ist nicht an den Fingern ziehen, sondern deine Handfläche hier unten, die schiebt nach vorne. Okay, also dein Fokus auf die Handfläche und schieb das Handgelenk nach vorne. Alles bleibt auf Ellbogenhöhe. Lass die Schulter sinken. Genau, ich ziehe die jetzt nach oben, aber wir lassen sie sinken. Sehr schön. Atme hier tief ein und atme hier lange aus. Wir lösen das auf, schüttel die Handflächen aus. Nimm die linke Hand nach vorne, rechte Hand greift von oben hinein. Schieb die Handfläche nach vorne, nicht an den Fingern ziehen, sondern Handfläche nach vorne schieben. Lass die Schulter sinken. Atme tief und gleichmäßig. Nimm ganz bewusst den Unterschied zwischen links und rechts wahr. Atme noch einmal tief ein. Und lange ausatmen. Beides auslockern. Sehr gut. Nimm deine Hände vor dich in die Matte und komm über die Knie in den Vierfüßlerstand. Deine Hände sind genau unter deinen Schultern, die Finger spreizen weit auseinander. Schau mal, dass du dich hier gut einrichtest. Zieh deinen Bauchnabel heran. Lass dein Becken nicht nach unten kippen, sondern richtig schön gerade rücken, als möchtest du hier ein Wasserglas abstellen. Sehr schön. Wir beginnen mit Katze Kuh. Atme ein, schieb dein Becken nach vorne, zieh das Herz nach vorne. Und ausatmen, push in deine Hände, ganz runter, Katzenbuckel. Atme ein, schieb dein Herz nach vorne, kippe dein Becken. Und ausatmen, push in einen runden Katzenbuckel. Atme ein, kipp dein Becken. Und ausatmen, push, runder Katzenbuckel. Sehr gut, atme ein und komm zur Mitte. Ausatmen, wir stellen die Zehen auf und wir schieben den Po nach hinten oben zurück, herabschauender Hund. Schau erstmal, was du brauchst. Schieb so ein bisschen dein Becken nach links und nach rechts. Richtig schön den Hund hier laufen. Gerne die Hüfte auch so ein bisschen drehen. Einfach schauen, was du hier brauchst. Jawohl, sehr gut. Und dann bring deine Füße parallel zueinander, lass die Fersen noch leicht gehoben. Wenn du brauchst, dann beug die Knie an. Dein Fokus ist auf deinem Po und wir schieben den Po nach oben. Sehr schön. Wir atmen ein, wir ziehen unser rechtes Bein nach oben in einen dreibeinigen Hund. Mit der Ausatmung kommt unser rechtes Knie zu unserer Nase. Wir finden Länge, wir atmen ein. Ausatmen, rechtes Knie, rechter Ellbogen. Wir finden Länge, wir atmen ein. Und ausatmen, der rechte Fuß stellt zwischen die Hände. Komm in einen High Lunge, atme ein, zieh die Arme nach oben. Und ausatmen, die Hände verschränken wir hinter unserem Rücken. Kleine Yogi-Pistole machen, die Zeigefinger zeigen nach unten. Du atmest ein, roll die Schultern zurück, heb die Nasenspitze an. Und mit der Ausatmung lösen wir die Hände auf und setzen die Hände vorne in die Matte. Wir kommen in einen Twist nach rechts. Wir ziehen die rechte Hand nach oben. Einatmen und ausatmen. Wir legen die Hände in den Boden und steigen zurück nach vorne in eine Vorwärtsbeuge. Komm in einen langen Rücken. Atme ein, schieb die Schulterblätter zurück und dein Herz nach vorne. Und ausatmen, lass dich tief sinken. Roll dich den ganzen Weg nach oben auf. Atme ein, deine Hände kommen über deinen Kopf. Und ausatmen, verzahn die Hände ineinander.
Sehr gut. Wir lassen die Hände jetzt neben unserem Oberkörper in der Matte, neben unserem Oberkörper Richtung Matte zeigen. Wir machen das Gleiche wie am Anfang mit diesen Handflächen zum Fingerspitzen zu den Handflächen und wir heben die Arme über die Seite nach oben an. Okay? Ich komme nochmal mit euch nach unten. Wir machen das nämlich sehr langsam. Also nicht das Pumpen vergessen. Jeder fängt erstmal an zu pumpen. Schieb deine Fußsohlen gut in den Boden. Und dann ganz, ganz langsam öffnen wir unsere Hände über die Seiten. Pump, 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 pump. So schnell du kannst. Pump, pump, pump. Und so langsam du kannst, schließen wir den Kreis. Und ziehen die Hände nach oben, oben, oben. Pump, 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 pump. Sehr gut. Ah, oh, solltest du es schon spüren und wir gehen wieder zurück. Ganz leicht. Und ganz langsam. Nicht vergessen zu pumpen. Immer schön weiter pumpen. Sehr gut. Okay. Schüttel deine Arme aus. Atme ein, zieh die Hände wieder über die Seiten nach oben. Und atme aus, komme zurück in eine Vorwärtsbeuge. In eine lange Rücken, der atme an ein. Und ausatmen, wir setzen die Hände in die Matte und steigen zurück in den herabschauenden Hund. Roll dich nach vorne, Wirbel für Wirbel, wir kommen in ein Brett. Mit der Ausatmung, Achtung, rechter Unterarm setzt ab, linker Unterarm setzt ab. Schieb die Schulter nach oben, richtig schön Katzenbuckel hier machen. Einatmen. Und ausatmen. Bleib hier, atme ein. Und atme nochmal aus. Alle guten Dinge sind drei. Tief ein. Und lange ausatmen. Löse deine Hände leicht aus. Setz die rechte Hand in die Matte. Setz die linke Hand in die Matte. Atme ein. Schieb die Schulter nochmal nach oben. Ausatmen. Chaturanga oder nutze deine Knie. Und wir kommen in die Bauchlage. Leg den Fußspann auf, wir kommen in eine Kobra, atme ein, zieh die Schultern zurück, heb dein Herz an. Und ausatmen, über die Knie schieben wir den Po zurück, Kindeshaltung. Roll dich nach vorne, Wirbel für Wirbel, komm in eine Katze. Und ausatmen, zurückkommen, herabschauender Hund. Linkes Bein löst, einatmen. Stell den linken Fuß, in dein linkes Knie kommt zur Nase, ich weiß nicht, was ich heute habe. Atme ein, finde Länge. Ausatmen, linkes Knie, linker Ellbogen. Länge finden, einatmen. Ausatmen, Knie, Nase. Länge finden, einatmen. Linkes Knie, linker Ellbogen. Finde nochmal Länge, atme ein. Und ausatmen, stell den linken Fuß jetzt zwischen deine Hände. Sehr gut, wir rollen uns nach oben, Wirbel für Wirbel, kommen in einen High Lunge. Und ausatmen, wir verzahnen die Hände hinter unserem Rücken. Kleine Yogi-Pistole, atme ein, zieh die Schultern zurück, heb dein Herz an. Und ausatmen, wir lösen die Hände hinten und setzen sie zurück in die Matte. Super schön. Linker Arm zieht nach oben, komm in einen Twist, einatmen. Und ausatmen, Hände in die Matte setzen und du steigst zurück nach vorne, Vorwärtsbeuge. Langer Rücken, einatmen. Ausatmen, lass dich sinken. Roll dich nach oben, Wirbel für Wirbel, deine Hände kommen über deinen Kopf, einatmen. Direkt von hier starten, diesmal andersrum. Finger wieder zusammenpumpen. Und wir öffnen nach außen. Schnelligkeit ist nicht das Ziel. Schnelligkeit ist nicht das Ziel heute. Oh, schön fest pumpen, 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 pumpen. Okay. Okay, und zurück nach oben. Die Arme bleiben gestreckt, die Ellbogen sind lange. Nach oben, 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 oben. Pum, 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 pum. Sehr gut. Atme hier ein und ausatmen, Vorwärtsbeuge. Langer Rücken einatmen und ausatmen, Hände in die Matte setzen, steige zurück, herabschauender Hund. Roll dich in ein Brett, atme ein. Ausatmen, linker Unterarm, rechter Unterarm, Unterarmstütz. Den Po lassen wir nicht hier oben, sondern richtig schön hier eine Linie bilden, Schultern über den Handgelenken. Schieb die Schulterblätter nach oben.
Lass den Nacken los, lass den Kopf schön nach unten hängen. Zieh den Nabel heran. Sehr gut. Schön gleichmäßig weiter atmen. Wir gehen für die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Hände lösen, linke Hand aufsetzen, rechte Hand aufsetzen. Atme ein, schieb die Schulter nach oben und ausatmen deinen Weg Bodenlage. Leg den Fußspann aus, squeeze den Po, atme ein, schieb die Schultern zurück und heb dich nach oben in eine Cobra. Und ausatmen, lass dich wieder sinken. Noch einmal, atme ein, heb dich nach oben, schieb die Hände in den Boden, roll die Schultern zurück. Und ausatmen, dein Weg Kindeshaltung. Roll dich in ein Brett, in eine runde Katze, atme ein. Und ausatmen, dein Weg zurück. Herabschauender Hund. Atme ein, rechtes Bein löst. Ausatmen, rechtes Knie kommt zur Nase. Finde Länge, atme ein. Rechtes Knie, rechter Ellbogen. Länge finden, einatmen. Knie zur Nase aus. Länge finden, ein. Rechtes Knie, rechter Ellbogen. Wir finden Länge, wir atmen ein. Wir stellen den rechten Fuß zwischen die Hände. Wir rollen uns nach oben auf. Einatmen, zieh die Hände über deinen Kopf. Und ausatmen, nimm deine Hände hinter deinen Rücken. Zieh die Schulterblätter nach hinten, atme ein, zieh das Herz zum Himmel. Mit der Ausatmung ganz langsam, lass dich nach vorne absinken. Rechte Schulter, Innenseite, rechtes Knie oder auflegen. Atme hier ein, lass den Nacken los. Und atme lange aus. Atme ein, Humble Warrior. Und ausatmen, wir lösen nur die Hände langsam auf. Linke Hand bleibt in der Matte, du atmest ein, du twistest nach rechts. Und ausatmen, wir setzen die Hände vorne in den Boden und steigen zurück nach vorne. Vorwärtsbeuge. Langer Rücken einatmen. Und ausatmen, wir sinken tief. Letzter Durchgang, roll dich nach oben auf Wirbel für Wirbel. Ausatmen, die Hände sinken neben deine Hüften. Wir beginnen direkt zu pumpen. Pump, 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 pump. Die Hände ziehen über die Seite. Nach oben, oben, oben. Wir pumpen, pumpen, pumpen. Nach oben, oben, oben. Und von oben wieder zurück nach unten. Lass die langen Arme lange. Sehr, sehr gut. Okay. Atme ein, zieh die Arme nach oben. Und ausatmen, kommen die Vorwärtsbeuge. Langer Rücken einatmen. Ausatmen, Hände in die Matte geben, zurücksteigen. Herabschauender Hund. Sehr gut. Roll dich ins Brett, einatmen. Ausatmen, rechter Unterarm, linker Unterarm, Unterarmstütz. Squeeze den Po, schieb die Fersen zurück. Kleine Änderung, schieb die Nase nach vorne und wieder zurück. Für 10, 9. 8, 7, 6, 5, schieb sie vor, 3, 2, 1, sehr gut. Rechte Hand in den Boden, linke Hand in den Boden. Atme hier ein, Knie nutzen oder Chaturanga, Bodenlage. Komm in eine Cobra, atme ein, leg den Fußspann auf, squeeze den Po und zieh die Schultern zurück. Ausatmen, tief absinken. Atme ein und heb dich nochmal nach oben. Vielleicht geht ein Stückchen mehr. Und ausatmen, Kindeshaltung. Zehen aufstellen, rund nach vorne kommen, einatmen. Und ausatmen, herabschauender Hund. Linkes Bein löst ein. Linkes Knie, Nase aus. Länge finden und einatmen. Zehen sind aktiv. Ausatmen, linkes Knie, linker Ellbogen. Wir finden Länge, wir atmen ein. Knie kommt zur Nase aus. Wir finden Länge ein. Linkes Knie, linker Ellbogen. Finde Länge ein.
und stell den Fuß zwischen deine Hände aus. Langsam, langsam roll dich nach oben, Wirbel für Wirbel. Nimm die Arme nach oben über den Kopf in den High Lunge. Und ausatmen, verzahn die Finger hinter deinem Rücken. Zieh die Fingerspitzen zurück, atme ein, roll die Schultern zusammen. Und ausatmen, Humble Warrior, lass die Schulter sinken. Lass den Nacken los, atme ein. Und ausatmen. Hinten auf den Fußballen kommen, einatmen. Und ausatmen, Hände lösen, Hände in den Boden setzen. Sehr schön. Linke Hand zieht nach oben, wir kommen in den Twist. Und ausatmen, Hände vorne in die Matte setzen und wir steigen nach vorne in die Vorwärtsbeuge. Langer Rücken ein. Und ausatmen, wir sinken tief. Roll dich nach oben auf, nimm die Hände über deinen Kopf, einatmen. Und direkt pumpen, pumpen, pumpen. Und die Hände über die Seiten nach unten kommen lassen. Sehr gut. Ach, also wenn jetzt unsere Handgelenke und Arme nicht durchblutet sind, weiß ich auch nicht. Und wir gehen zurück nach oben. Behalte diese Länge, ist dein letzter Durchgang versprochen. Dann haben wir noch andere Übungen. Atme hier ein und ausatmen. Wir kommen in die Vorwärtsbeuge. Langer Rücken ein. Ausatmen, Hände in die Matte, steig zurück, herabschauender Hund. Roll dich in ein Brett, atme ein. Ausatmen, linker Unterarm, rechter Unterarm. Verzahnen die Finger wieder, wir gehen direkt für 10 nach vorne und zurück. Für 10, 9, 8, 7, lass den Po bei dir, bei deiner Hüfte. 5, 4, 3, 2, 1. Achtung, diesmal etwas anders, schieb den Po nach oben und wander mit den Zehen ganz, ganz langsam nach vorne. Zu dir heran, Dolphin Pose, Delfinstellung. Schieb den Po nach oben, lass deine Ellbogen richtig gut in der Matte verankert. Richtig schön den Kopf hier locker lassen, versuche deine Schultern in den Boden zu schieben und zieh dich nach oben hinweg. Lass richtig schön Platz für deinen Nacken hier. Tief und lange einatmen. Und tief und lange ausatmen. Die letzten 5, 4, 3, 2 und 1. Beug beide Knie und dann setz die Knie in die Matte und wir kommen nach hinten zum Sitzen. Kindeshaltung, nimm deine Arme schön weit nach vorne und atme einen Moment durch. Um deine Schultern vielleicht zu entspannen, versuche mal deine Arme nach hinten zu nehmen, ob das jetzt gerade für dich angenehmer ist. 5 tiefe, lange Atemzüge. Tief und lange einatmen. Und tief und lange ausatmen. Okay, nimm deine Hände wieder zurück nach vorne. Gib schön Druck in deine Hände. Zieh nochmal den Po nach hinten und finde nochmal Länge in deiner Wirbelsäule. Gerne vorne auf die Fingerkuppen kommen. Die Ellbogen von der Matte lösen und den Po aktiv nach hinten schieben. Okay, und dann ganz, ganz langsam Wirbel für Wirbel. Rollst du dich zurück nach oben auf und ziehst dein Herz über deinen Beckenboden. Du kannst super gerne einen Schluck trinken und ich zeige dir ganz kurz, was wir als nächstes machen werden. Wir nehmen uns den Block, wir setzen uns den Block
in unsere Handflächen hier hinein, in diesen Enkel zwischen Daumen und Zeigefinger, nehmen wir den Block so auf die Matte und haben quasi unsere Hände von außen so daran geklebt. Okay? Dieser Block hilft uns, den genauen Abstand zwischen unseren Schulterblättern zu wahren. Und indem du deine Handaußenkante hier oder den Fingeraußenkante in den Block reinschiebst von beiden Seiten, spannst du automatisch deinen Schultergürtel an und ziehst ihn auseinander und behältst dadurch diese Länge. Ganz kurz noch zu mir schauen, bevor wir gemeinsam starten. Wir werden 3 verschiedene Durchgänge praktizieren. Du setzt also deine Ellbogen in die Matte und greifst mit deinen Fingern diesen Block. Gleiche Position wie gerade, ich stelle die Zehen auf und ich heb den Po nach oben, ich komme in einen Delfin. So, Variante 1 oder erster Durchgang, wir bleiben einfach nur hier, wir schieben die Schulterblätter weg von uns. Dann machen wir kurz Pause. Zweiter Durchgang, gleiches wie in der Blanke. Wir schieben die Nase nach vorne zum Block und wir schieben die Nase zurück. Du musst dich hier ein bisschen ausprobieren, du kannst gerne zum Beispiel auch die Knie gebeugt lassen, damit du die Länge im Rücken behältst. Und schiebst dich dann nach vorne und zurück. Ja? Dein Blick geht immer Richtung Block. Variante 3 wird dann sein, Bein heben, Knie zur Nase. Bein heben, Fuß abstellen. Linke Seite Bein heben und Knie zur Nase. Bein heben und Fuß abstellen. Okay. Das sind unsere 3 Durchgänge. Ich hoffe, du bist bereit. Wenn du gerade einen Schluck getrunken hast, dann leg die Flasche zur Seite und dann starten wir gemeinsam. Alle den Block nach vorne auf die Matte geben. Dann schau mal, dass du den Block von der Außenseite mit deinen Händen greifst, das Daumen und Zeigefinger am Block ankleben. Deine Ellbogen sind gut in der Matte verwurzelt. Und dann heben wir ganz langsam den Po nach hinten oben und kommen in den Delfin. Schieb deine Sitzbeinhöcker aktiv nach oben und weit weg von dir. Und deine Hände sind und deine Ellbogen und Hände sind gut verwurzelt im Boden. Versuche diese Länge zu wahren und Platz in deinem Nacken zu schaffen. Richtig aktiv die Ellbogen in den Boden schieben. Lass den Kopf locker. Du schaffst das. Jeden Durchgang für 30 Sekunden. Wir heben richtig schön uns heraus. Ganz stolz schieben wir die Sitzbeinhöcker Richtung Decke. Wir sind schon Halbzeit. Atme genau dahin, wo es nötig ist. Die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Knie aufsetzen. Heben den Po zurück auf deine Fersen. Schüttel die Arme einen Moment aus, lass gerne die Augen geschlossen. Hände nach vorne nehmen, mal gut ausschütteln. Und dann ganz langsam kommst du wieder zurück, setzt wieder die Hände in den Boden. Und wir kommen zurück nach oben in den Delfin. Sehr schön. Wir gehen für 15 Mal und nehmen 15 Mal unsere Nase nach vorne zum Block. Wenn du in between merkst, dass es zu viel ist, dann gehst du sofort in die Kindesseite. Ansonsten gehen wir gemeinsam und wir verlassen schon natürlich ein bisschen die Komfortzone. Okay, wir starten. Wir gehen für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, die letzten 5, 4, jawohl, 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 3, 2, der letzte und Kindeshaltung. Sehr schön, setz dich ab, nimm die Arme nach hinten, lass die Stirn in den Boden sinken. Sehr schön. Tief und lang hier einatmen. Und tief und lange hier ausatmen.
Und dann ganz langsam Wirbel für Wirbel rolle dich zurück nach oben. Komme wieder in den Fersensitz. Packe gerne deine Arme noch mal ein bisschen aus, die Schultern ausschütteln. Und dann kannst du langsam deine Hände wieder in den Block setzen. Letzter, final Durchgang, versprochen. Ellbogen in den Block, Ellbogen in die Matte und die Hände an den Block. Jetzt gehen wir Knie-Nase, jede Seite 5-mal. Das sind insgesamt 10 Durchgänge, okay? Last time und dann hast du es geschafft. 10 aufstellen. Und dann heb den Po nach oben. Okay, wander mit den Zehenspitzen ein bisschen heran zu dir. Lass deine Fersen von der Matte gehoben. Mit der nächsten Einatmung heb den rechten Fuß. Ausatmen, Knie-Nase. Heb den Fuß. Ausatmen, abstellen. Linke Seite links hebt. Knie-Nase. Links hebt. Und absetzen. Rechts hebt. Knie-Nase. Rechts hebt. Absetzen. Links hebt. Knie-Nase. Links hebt. Und absetzen. Woo! Rechts hebt. Knie-Nase. Rechts hebt und absetzen, links hebt, wir sind Halbzeit, Knie-Nase, links hebt und absetzen. Schieb die Ellbogen in den Boden, rechts hebt, Knie-Nase, rechts hebt und absetzen, links hebt, Knie-Nase, links hebt, absetzen. Come on, 7, heben, Knie-Nase, heben. Absetzen. Jawohl, linke Seite, Knie-Nase, links hebt. Ich weiß, die Ellbogen brennen. Letzter Durchgang. Rechts hebt. Knie-Nase. Rechts hebt. Absetzen. Letzter Durchgang. Links hebt. Knie-Nase. Links hebt. Absetzen. Kindeshaltung. Jawohl. Stirn ablegen. Arme kommen nach hinten. Lass die Schultern schwer nach unten sinken. Sehr schön. Wunderbar. Ganz genau hinspüren. Ganz genau wahrnehmen, was du wahrnimmst. Und dann ganz langsam. Komm deinen Weg zurück in einen Fersensitz. Nimm deinen rechten Arm vor dich. Mit der linken Hand machst du eine Kuhle. Dann lass deine rechte Schulter nach unten sinken und mach ein schönes L hier. Sehr schön. Richtig schönes Stretchen und Dehnen für deinen Schultergürtel-Außenbereich. Atme hier tief ein. Und atme lange aus. Löse es dann langsam auf. Nimm deine rechte Hand nach oben und setz die rechte Hand zwischen deine Schulterblätter. Die linke Hand greift den rechten Ellbogen. Und dann versuche, diese Handfläche noch etwas mehr nach unten zu schieben. Wir behalten Länge in unserem Oberkörper. Atme hier ein. Und atme hier aus. Atme ein und aus. Sehr gut. Löse das auf, schüttel die Hände aus. Linke Seite, linke Hand vor dich, rechte Hand macht ein L. Wir schieben die Hand weit zur Seite und lassen die Schulter sinken. Damit kannst du den Stretch selbst intensivieren. Atme tief ein. Und atme lange aus. Atme ein. Und ausatmen. Sehr gut. Löse das auf. Nimm deine linke Hand nach oben und setz die linke Hand zwischen die Schulterblätter. Die rechte Hand greift den linken Ellbogen. Und auch hier wieder versuch den Ellbogen etwas zurückzuziehen, dass die Handfläche nach unten rutscht. Versuche Länge im Oberkörper zu behalten. Atme hier tief ein. Und lange aus. Tief ein. Und lange aus.
Und dann lösen wir das langsam auf. Komm noch ein letztes Mal in den herabschauenden Hund und gib den Block vorne zur Seite. Wir gehen nochmal durch ein letztes Vinyasa. Wir atmen ein, wir rollen uns nach vorne, Wirbel für Wirbel, schieb deine Schultern über deine Handgelenke und mit deiner Ausatmung Chaturanga oder nutz deine Knie für eine Bodenlage. Eine Kobra oder ein heraufschauender Hund, roll die Schultern zurück und ausatmen deinen Weg zurück. Herabschauender Hund, sehr gut, atme hier tief ein und atme hier lange aus. Heb das rechte Bein nach oben, atme ein. Und mit der Ausatmung rechtes Knie, rechter Ellbogen. Und dann lass den Fuß vorne aufsinken wie eine 7. Schieb den linken Fuß weit zurück, leg den Fußspann auf. Und dann dein Tempo, lass dich nach vorne absinken. Entweder die Handflächen auf den Boden geben oder einen Block zur Unterstützung nehmen. Dann schau mal, dass du aktiv den linken Fuß zur Seite schiebst. Du kannst jetzt entweder hier bleiben oder wenn du das intensivieren möchtest, dann nimm deinen linken Arm und fädel deinen linken Arm unter der rechten Achsel hindurch und leg dich auf deine linke Schulter. Es ist ein Weg, es zu intensivieren. Das ist ein Kann, aber kein Muss. Finde hier Ruhe und Stille und schick deine Atmung genau dahin, wo es nötig ist. Tief und lange einatmen. Und tief und lange ausatmen. Und dann gibst du langsam Druck in deine Hände und dann richte deinen Oberkörper wieder nach oben auf. Deine Hände bleiben in der Matte. Stell den linken Fuß auf und dann zieh dein rechtes Knie zur Nase heran. Und wir steigen zurück in den herabschauenden Hund. Richtig gerne mal mit der Hüfte so ein bisschen nach links und rechts wackeln. Den Hund laufen, die Hüfte geschmeidig. Einmal hineinspüren, wie jetzt der Unterschied zwischen links und rechts ist. Jawohl, linkes Bein zieht dann nach oben, dreibeiniger Hund. Und dann nimm dein linkes Knie zu deinem linken Ellbogen und dann klappt nach rechts um und legt das Schienbein auf. Der rechte Fuß zieht zurück, legt den Fußspann auf. Sehr schön. Entweder hier bleiben oder nach vorne abwandern. Oder zum Beispiel den Block nehmen und den Boden etwas näher zu dir heranholen. Ja, Variante 1 hier. Variante 2, du schiebst den rechten Ellbogen unter dir hindurch und legst die Schulter noch ab. Und egal wo du bist, lass den Nacken schwer nach unten hängen, der Kopf sinkt nach vorne und du schließt gerne deine Augen und du lässt die Partie zwischen den Augenbrauen entspannt. Sehr gut, atme hier ein und atme hier aus. Und dann gib langsam Druck in deine Hand und richte den Oberkörper wieder nach oben auf. Stell die rechten Zehen auf und dann hebst du langsam dein linkes Knie von der Matte. Achtung, jetzt steigen wir in ein Brett und du kommst von hier in eine Bauchlage. Sehr schön. Stell deine Unterarme beide mal auf und komm nochmal in eine Sphinx-Position. Zieh deine Ellbogen zu dir heran, schieb deine Schultern nach hinten und das Herz nach vorne. Wir lassen den Kopf leicht geneigt, dein Kinn zieht zum Brustkorb. Tief und gleichmäßig atmen.
Atme richtig schön entlang deiner Wirbelsäule. Und dann atme nochmal tief ein und lange aus. Und dann öffne langsam deine Ellbogen zur Seite, mach ein Kissen für deine Stirn und leg deine Stirn in den Handflächen ab. Wackel mal mit deiner Hüfte so ein bisschen nach links und rechts. Dann von hier kommst du nur noch in die Rückenlage. Einfach einen deiner Arme unter dir durchschieben und roll dich über die Seite. Ich treffe dich in der Rückenlage. Nimm deine Füße nach vorne und dann schüttel auch hier nochmal deine Hüfte aus, dass deine Hände sich zur Seite hin öffnen. Und dann komme hier in deine Endentspannung in Shavasana. Tiefes Hineinspüren in deinen Körper. Wahrnehmen, was diese Praxis dir geschenkt hat. Was du lernen durftest über dich, deine Gedanken und deinen Körper. Und dann lasse deine Atmung langsam schwerer werden. Tief und lange durch deine Nase ein. Und tief und lange durch deinen Mund aus. Beginne langsam deine Zehen und deine Finger zu bewegen. Und dann zieh dich einmal lange auseinander, schieb die Hände nach oben. Über deinen Kopf, reck dich, streck dich, schieb die Füße nach vorne. Und dann ziehen wir unsere Knie zu unseren Herzen heran. Wir machen uns klein und rund. Und dann einfach über eine deiner Seiten lass dich absinken und dann rollst du dich Wirbel für Wirbel ganz langsam nach oben und kommst zurück zum Sitzen. Deine Knie, Beine einfach vor dir verschränken, lass die Augen gerne noch geschlossen, nimm die Hände in deinen Schoß. Dann atme auch hier noch einmal tief und fest durch deine Nase ein. Lange und tief durch den Mund aus. Bring die Hände vor dein Herz. Danke dir vor allem bei dir selbst, dass du dir Zeit für dich genommen hast. Ich bedanke mich bei dir für diese wunderbare Klasse und dein Vertrauen. Namaste. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben.